So. Aloha. Willkommen zurück zu Donkey Kong Country von Fräsen, Junge, und mir. Ja, oh nein. Ne, sieht schon. Okay. Also, nicht weit vom Anfang könnt ihr über zwei Geier zu einem Bonusfass hüpfen. Ja, oh, du hast die Bananen unten gesehen. Okay. Ups. Ja, genau. Von Expresso habe ich übrigens nichts gelesen, aber ist ja egal. Hui. An der Stelle des Metallfass stellt ihr euch in Höhenpool. Ah, okay, man braucht für die zweite Secret-Probe ein Expresso. Oh. An der Stelle des Metallfasses stellt ihr euch einen Punkt höher und fliegt mit Hilfe von Expresso dem Strauß weg. Oh, der Schnee ist im Hintergrund, nett. Oh, nice. War schon ein Metallfass? Nee, ne? Nee. Okay. Welcher zum einen links vom Levelanfang und zum anderen in Bonus 38 zu finden ist. Weit nach rechts. Oh Gott, oh Gott. Abermals in einen Bonusfass. Oi! Ja, da oben ist wahrscheinlich fuck, dann fick, das fuck. Bonusfass mit den Geiern. Fuck! Expresso! Nein! Expresso ist, glaube ich, gern. Ja, okay. Zweites Secret dann aber im zweiten Attempt, aber kommst du noch da hoch zu den Geiern? Weil da müsste dann einfach der erste Secret sein. Ah, nee, kommst du nicht. Schade. Dann schade. Durchspielen, backtracken, I guess. Ach, wir sterben eh noch ein paar Mal, dann können wir nochmal versuchen. Meinst du? Oh ja, meinst du. Ich weiß, es sah jetzt nach Absicht aus, aber das war es tatsächlich nicht. Nee, das glaube ich dir. Das war einfach nur ungünstiges Timing. Du hast ja schon einmal weird lassen wollen und dann, ja, nö. Ja, nö. Beep, boop, boop, beep, beep, bap, bada, bap. Okay. Ah, oh. Ich verstehe. Oh, Cheater. Okay, ich wusste das. Oh, fuck. Double fuck. Also ich wusste nie. Das ist ja witzig, Alter. Ja, stell's ruhig hin. Ich meine, wenn du runterfällst, mattert's nicht mehr, dann brauchst du mich nämlich auch nicht. Warum wird Runterfalltod eigentlich direkt so krass bestraft? Ist doch eigentlich unfair. Warum glitscht das Seil eigentlich so voll rum, wenn du dran hängst? Das ist aber so zwei Seile optisch zu sehen. Ui. Zwar elegant, aber natürlich. Ist da unten auch was oder gemacht. Ist das ohne so wieder zum Rausspringen? Nee, wir haben nur was mit dem Metallfass, mit Expresso und dann das, was wir den Geiern verkackt haben. Ist natürlich ein juicy O, aber. Oh weia, schafft er das? Jawohl. Ich habe immer noch kein Metallfass gesehen, ja. Du? Nope. Interessant. Wo? Ja, okay, warte. Was ist jetzt gerade weg, ne? Oh, verdammt. Ach, Lanky, der Traitor, ey. Ich hoffe, er wird bald wieder gut. In Donkey Kong 64. Ja, gut, wenn es jetzt Lanky wäre, dann. Beep, 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 beep. Ah, nee, wir hatten Checkpoint. Ich würde gerade sagen, egal, kannst du ja Expresso jetzt holen. Haha. Nevermind. Ich habe übrigens, wie gesagt, kein Metallfass gesehen, weil dann frage ich mich so langsam, wie lange soll man den Strauß denn behalten? Also das ganze Level? Nett und schön und gut, I guess, aber. Ist ja auch ein bisschen viel verlangt, würde ich behaupten. Oh, oh, oh. Ich wollte richtig geil sein, aber das war nicht geil, leider. Bitte, ich kann den Text vom Big Time Rush Opening nicht. Ich auch nicht. Ja, du hast ja auch sowas nicht geschaut, glaube ich. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Folgen ich davon gesehen habe, ja. Allgemein von ganzen Dan Schneider Nickelodeon-Produktionen oder so. Weil ich weiß nicht, ob das Dan Schneider ist, aber. Also, iCarly und. Ah, Metallfass! Oh Gott. Dragon Josh habe ich schon häufiger gesehen. Okay, ja, Dragon Josh ist aber auch, glaube ich, Creme de la Creme von den Sachen, würde ich behaupten. Hm. An der Stelle des Metallfasses, ne, einfach nur im Voraus, stellt ihr euch einen Punkt höher, also ne, wo wir gerade runtergesprungen sind, I guess, und fliegt mit Hilfe von Expresso, immer noch schon erklärt, dem Strauß, welcher zum einen links vom Level anfängt und zum anderen im Bonuslevel 38 zu finden ist. Ja. Heißt, wir hätten einen neuen Vogel bekommen, wenn wir in das Level gegangen sind mit den Geiern. Ich habe also verkackt, dass ich es überhaupt versucht habe, mit dem Vogel zu erreichen.
Weit nach rechts, abermals in ein Bonus-Level. Das heißt, ja, das Fass hier an sich bringt mir halt auch herzlich wenig. Ich wollte gerade sagen, ja, darf ich was sehen oder nicht so? Levelende. Wo Weg? Ey, ist doch... Das ist doch witzlos. Ui. Nice. Immerhin. Wie ich einfach mich noch umgedreht habe, um einfach nicht... Ui. Oh Gott. Gott. Wie ich aber umgedreht habe, um vor allem nicht das Fass zum Blocken zu benutzen und vor allem, dass das dicke Wasser ins Nichts fällt. Oh, Kock. Mal wieder. Wieder oh Gott. Ende. Ja, natürlich. Natürlich jetzt noch zum Ende, sondern Boy. Wie oft gibt's den Typen eigentlich in der Familie? Aber Gott sei Dank trifft sich das Fass beim Ausholen nicht. Das wäre so nervig. Aber ich glaube, ich komme nochmal genau einen Abgrund. Ja. Der ist sieht mega. Man, hört man, fühlt man. Ah. Vertrau nicht. Vertrau niemanden. Vertrau auch mir nicht. Gut. Nice. Good job. Dann können wir jetzt hoffentlich speichern und dann das Level ja direkt normal. Weil ich finde, das ist eigentlich super einfach gewesen. Also okay, kein Speichern. Gut, dann nochmal ins Level jetzt. Dann ist Croctopus Chase. Ich glaube, das ist das Level. Bei Doch, Alter. Schneiden wir raus. Technikprobleme. Ich glaube eigentlich, warte mal, sieht man eigentlich? Ja. Hey, man sieht die Uhrzeit gar nicht. Was? Vom Rahmen weggenommen. Echt? So breit? Oho. Ah ja, doch, stimmt. Ich sehe im Hintergrund das... ja, okay. Keiner weiß, wann wir aufnehmen. Huhu. Okay, nee. Gehst du nochmal zurück an das Level? Wir machen das. Trotzdem? Alles klar. Ja, ja. Das war jetzt eigentlich super, super simpel im Vergleich. Ja. Wieder. Nicht so schlimm wie das letzte. Ja, aber ne, alles gut. Und dann holst du jetzt trotzdem extra Absicherung und dann... Genau. Wir wussten nur nicht, man kann den Fuga also einfach abandonen, um ins Bonusfass zu gehen, weil man einen neuen kriegt. Das wäre halt schön zu wissen, aber naja, woher denn auch? Wir hätten vom Let's Play einfach zusammenlegen sollen. Und so eine schöne, ich habe auch. Ja, und so eine schöne 20-Euro-Komplettlösung für Donkey Kong Country kaufen. Schön kaufen für das Regal oder so. Hast du irgendeine Komplettlösung in deinem Leben gekauft? Nee, wäre gut. Ich besaß auch eine, die mit Tim geschenkt, glaube ich. Von Lego Star Wars 2. Okay. Weil ich das Spiel hatte und er nicht, aber er hatte irgendwie die Komplettlösung. Ja, hier ist es, ne? Das war close, aber I take it. Ja. Ansonsten bin ich in Videospielen, also entweder... Nee! Das ist doch jetzt ein Witz. Also früher habe ich dann Spiele einfach nur irgendwie, keine Ahnung, gespielt und wenn ich nicht weiterkam, dann war ich vorbei. Und als ich ein bisschen älter war, dann gab es schon Internet. Ja, wenn Internet ich mal nicht weiterkam. Immerhin ein paar erleben. Ja, hier können wir uns vom... Guck mal, die Sekunden sind halt gnädig. Ich könnte noch mehr holen, aber verdoppeln wir doch einfach schon mal in den 500er Bereich. Wir kriegen 600 raus, bist du glücklich? Außer ich springe jetzt auf 10 mal hier vorbei. Ich bin glücklich, auch mit 5. Wir kriegen aber 6. Oh, ja. Oh, ist da eine 7 drin? Leider nicht. Okay. Oh, fast 666. Shit. Aber ist okay. Dafür fange ich auch das Level gerne nochmal von vorne an. Ist zwar keiner Prank, aber die leben, to be honest, nämlich gerne. Ah, oh, warte. Das ist wahr. Moment. Wo ist unser... Hieß es nicht, wir kriegen Expresso? Aber das ist jetzt, weil wir... Ja, super. Wir sind... Uff. Wir haben das Level geschafft. Das heißt, das Bonus-Level ist gespeichert. Das heißt, wir gehen jetzt aber nochmal raus. Jetzt einfach Espresso durchziehen. Keiner Troll, not gonna lie. Ein K! Wie bekloppt. Ja, okay, da ist ein K drin, I guess. Ich werd schon ganz bekloppt von dem Spiel. Ha! Aber im Positiven. Ich mag's ja. Ich hasse es nicht, das hier zu spielen. Bekloppert werde ich, ey. Oh, haha, I got this one. Und ihr bald auch, wenn wir bei 2 angekommen sind? Alter, bist du schnell, was ist da los? Speedrun! Oh, alter Schwede. I would do anything for the O, but I won't do that. Denk da, ich brauch den Vogel noch. Ich glaube halt, die Claptraps waren ja irgendwie, dass die nicht treffen oder so. Also ich glaube da, weil lange Beine. Beine aus Stahl. Ah, ich weiß nicht. Ultra schnell runter, ist gruselig.
Okay, okay. Von hier nach rechts einfach fliegen, ja? Nach rechts oder nach links? Ah. Zwei Menschen okay. Vorbei. Ja, ne? Ja. Warte, was macht der Blau war geilste, wa? Mhm. Ach, okay. Ach so, das sind zwei Leben. Potenziell. Also wenn's rot ist, möchte ich eigentlich springen. Nach Blau wird's rot, okay. Ja, okay. 2 statt 3, ist okay. Ist okay. I did it. Oops, I did it again. So, bevor wir jetzt irgendwie sterben, weil dann Jank passiert. Ja, super, hat funktioniert. Croctopus Chase, let's go. Klingt nicht schön, by the way. Oh nein. lass mich mal ganz kurz gucken, ob das zufälligerweise ein Wasserlevel ist, was wieder kein Secret hat. Ich würde es mir wünschen, aber... Ich bin mir fast sicher, dass es hier welche gibt. Irgendwo noch in irgendwie Wasserlevel. Nee, tatsächlich nicht. Das nächste kommt im Glühbirnendrama. Ich bin froh drüber, dass das Spiel sich dachte, Wasserlevel mag eh keiner. Oh, Glühbirnendrama. Klingt nach nach Fabrikleveln irgendwie, weiß ich nicht. Ja, so ein... Mit Fear Factory und so, oder so. So ein minenähnliches Level dürfte das wieder sein. Nehme ich auch. Okay, also... Der race mich jetzt... Ach, verdammt, ich wusste doch nicht, dass er da sterben bleibt. Es ist einfach... Mir denken können. Also, du race die so ein bisschen nach und nach, I guess. Das ist der Croctopus Chase. Ich hab... Das war ganz schön close. Ja, weil ich tatsächlich erstmal die falsche Taste gedrückt habe. Ich wollte gerade sagen, sprintest du eigentlich? Okay, hier bin ich safe. Ja, komm, DK fast. Gönnt ein DK Also Unterwasserlevel sind wirklich das Allerschlimmste für mich hier in dem Spiel. Ich finde diese Steuerung so... Scheiße, sagen wir mal, wie es ist. Ja. Mit diesem Taste-Spam nach oben zu kommen und bäh. Was? Ich habe den gar nicht gesehen in dem blauen... In der blauen Umgebung, ey. Bitte sag mir, ich gehe jetzt nicht irgendwie oben in den Rhein. Nein. Er dreht gleich um. Aber das tut er nicht. Tja. Fängt das ein Actual Race an? Wild. Weil wir können jetzt meinen, da könnten Secrets gewesen sein, aber nee, tatsächlich halt nicht. Ach, die Musik ist schön. Das stimmt halt. Das macht halt die Wasserlevel so 50% erträglicher. Mhm. Und checkt man so einen Extrem-Porger aus. Und hier ist schon der Pfeil, what the fuck? Ich wollte sagen, du bleibst bitte unten. Tut mir leid. Alles gut, unterhalten, Leute. Majora's Mask. Okay, ich glaube, ich muss schnell... Nee. Ist das komisch hier. I take it. I do take it. Nein! Oh, das ist schlecht. Ich schaffe es. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, was noch schlimmer ist, ist, ich wollte gerade sagen, es könnte mein erster Kopf in dieser Welt werden. Das erste Level, was ich abschließe. Und dann nippe ich im selben... Okay. Nippel ich im selben Gedanken einfach ab. Ich guck gerade komplett hin einfach. Oh, ich glaube, nee, da links ist das Ende. Ja, könnte sein. Egal, mach ich das doch. Ich bin einfach nur hyped darauf, offiziell danach speichern zu können. Oh ja, ich auch. Und vor allem dann in einem der nächsten Parts oder je nachdem dem nächsten Part nach dem Speichern, wenn wir dann Funky haben, nochmal in das 5 Secrets Level. Von der anderen Welt zurückzuschwimmen. Zu schwimmen. Fliegen. Bitte nicht. Bitte nicht schwimmen. Aber ja. Bleibt man auch. Ne. 5 Secrets, ey. Aber die Secrets, die in den Wasserleveln gab's hier nicht auch in irgendeinem fehlen. Level? Ich glaube, das habe ich schon bei der ersten Session mal erwähnt. Gibt es nicht irgendwo einen Level mit einem Secret in einem Secret? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob im ersten Teil auch schon. Aber im zweiten definitiv. Meine ich zumindest, aber definitiv. Nee. Ja doch, ich erinnere mich dann irgendwas, das ist ekelhaft. Okay, es wäre nicht direkt vorbei gewesen. Ich glaube, das G ist da auch noch nicht dran gewesen. Dann fühle ich mich 10% weniger schlecht. Ist gut. Fühle ich gar nicht schlecht. Das Kn. Haben wir schon mal ein Kn
in diesem Let's Play? Ich glaube nicht. Wenn nicht, veraltet ein erstes Mal. Uiuiui. So meine ich das jetzt nicht, aber... Au, Bayer! Du musst schnell durch, sonst bist du am Arsch. Fällt ein bisschen schnell, wenn man nach unten drückt, oder? Ja. Ich bin Ei! Oh, bist du haarscharf lebend. Ich bin Ei. Das ist nicht gut. Ich hab eigentlich Sprinten gedrückt, aber gut. Ja, ich war ganz schön langsam. Ich glaub dir das. Ich weiß nicht, ich bin eben auch ordentlich aufgeholt worden. Ich weiß nicht. Alles rigged. Na, was ist denn eigentlich dieser kurze Chase? For what reason? Aufwärmen. Boah, weiß nicht, ich erinnere mich jetzt aber schon an das Level mit dem Lampenfisch, wenn du dich nach links, rechts drehst und die ganze Zeit die Kamera einfach. Oh, ich meine, es war. Weiß nicht, ob es im Emulator etwas schlimmer war, weil. Ging ja eigentlich, als wir es gespielt haben. Das Level war trotzdem nicht so. Man musste natürlich wegen der Secrets, die ultra fies waren, erstmal wieder googeln, aber. Ist ja hier tatsächlich auch nicht anders, unter anderem. Und das wird sich auch nie ändern. So ein paar weiß man über Zeit, halt, dass sie das patchen. Ja, also Tropical Freeze etc. Ne, die neueren sind natürlich einfacher. Also da würde ich sagen, geht das so. Ich freue mich auch ein bisschen auf die. Wenn wir mit der Trilogie durch sind, will ich die dann auf jeden Fall auch nochmal spielen. Returns. Ja, leider nicht mit mir, aber... Ja, wahrscheinlich nicht. Wird schwierig. Returns 3D für deinen 3DS, den du schon immer hattest. Ja, ich würde halt gerne die 3DS-Version spielen, aber... RIP. Naja, du hast es auf der Wii, oder? Du hast das Spiel auf der Wii, oder? Nein? Nee, ich hab. Von den Returns habe ich kein einziges. Oh. Aber könnte man sich ja dann mal besorgen, wenn es soweit ist, ne? Ich meine, Tropical Freeze will ich dann für die Switch spielen wahrscheinlich. Ja gut, klar. Spielst du im Funky-Modus, ne? Oh ja. King Kang, keine Ahnung. Alle Secrets, wuhu. Geilo, boah, bitte jetzt speichern, sonst raste ich aus. Ich raste aus. Was ist mit der Welt kaputt, Alter? A whole mob of Kremlins just passed through. A crafty Croctopus corners his croc of collectibles of Korok capers. C. That hand protects him against your jump attack, you have to roll him. Come back and see me sometime, I'll be here. Was ist denn kaputt mit der Welt? Als ob man hier erstmal die ganze Welt gefühlt durchspielen Watch muss. Watchlight Troubles, für Deutsch Glühbirnen-Drama. Hoppala. Ah. Ja, gut, was wir machen? Ich weiß auch gar nicht, wie lang der Part ist. Ne? 18 Minuten. Wir können ja nochmal reingucken, wir können es probieren, aber ja. Ich sag noch zu Leon, ne, wenn wir noch spielen. Oh Gott. Ach du meine Güte. Macht der jetzt legit. Oh mein Gott, okay. Guck mal, wo wir eben von sowas geredet haben. Ja, geht, aber ist nicht so schlimm. Ich habe es auch recht schlimmer in Erinnerung damals. Ja, actually. Geht das aus? Nee, ne? Das Licht? Boah, keine Ahnung. Nein, ich meine die Ölfässer. Ach so. Nein, einfach nicht. Wie? Was? Man ist doch voll unfair. Ich darf doch bestimmt nicht ins Ölfass reinrollen. Wie er hinterhergelaufen ist. Ja, probierst du auch noch, aber ich meinte halt zu Leon so eben, ja, komm, wir machen noch, bis wir speichern können, weil ich echt davon ausgehe, dass... Ne, ich halt Donkey Kong kann... Mann, Donkey Kong kann halt draufspringen, ich wieder nicht. Mhm. Er hat gerade... Cranky sagt uns gerade noch, dass man nicht kann, weil man deren Head hart ist. Wie auch, warte, da ist schon das O? Hä? Als Level übrigens 2 Secrets. Oha. Direkt nach dem Checkpoint. Oi! Da gibt es eine Wand, die man offensichtlich kaputt macht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den aber nochmal umrollen will oder weitergehe. Okay, scheinbar kann ich weitergehen. Das Gute ist, die bringen sich um. Schlechtes Kinder bringt euch bitte nicht um. Ui! Ja, konnte ich nie anders, ne? Das Doofe ist halt... Einfach hier ganz... Wow! Gegenüber dem Ausgang ist die linke Wand zerstört. Achso, wow. Oh, gönn dir. Das Leben. Fuck! Drei Bananen, hey! Ich wollte sagen, ich sehe das Timing hier nicht. Nach dem Leben kann ich jetzt. Let's go! Eine Banane! Geil! Ich meine, DK guckt gerade so ein bisschen dein fucking Herz. Er ist richtig mad. Meinst du, müssen wir uns jetzt eine Banane teilen? Ja, jetzt sind wir schon beim Checkpoint und so, ne? Also eigentlich können wir mal eben nochmal durchziehen, ja? Ja, doch, das.
Oh Gott. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendeine Kackscheiße. Ey, das... So wie das hier, das ist halt echt unfair, what the fuck. Ja, vor allem ich als Diddy, Mann. Du kannst ja draufspringen, aber ich nicht. Ay. So, und wenn du gleich beim Ausgang bist, genau gegenüber links vorm Ausgang ist wohl einfach die Wand zerstörbar. Das sind ja wieder nur noch 15... Ja, aber Hauptsache, da ist jetzt erst das N, actually, so. Hey, da will jemand das Leben, ich sehe schon. Nice. Con. Nice, Con. Ganz ruhig jetzt hier. Kein Stress. Das brauche ich nicht, oder? Braucht man das vielleicht schon für links gegenüber vom Ausgang, oder ist das ein Decaf, was du das hinstellst? Nee, dürfte nicht. Dann würde ich sagen, dass das jetzt links... Ja, doch. Nice. Button Level, what the fuck? Das heißt, das G ist jetzt da im Level drin, oben. Huch. Ja. Ach, da ist ein Reifen. Ah, ich hol's mir so. Nee. Das ist ein Witz. Ja, geschafft ist geschafft. Speichern ist speichern. Das ist wahr. Heißt, wir haben jetzt doch alles... Das war ein wildes Level auf jeden Fall. Ja, ne? Aber wir haben jetzt alles bis auf das 5 Secrets. Ich glaube schon, ja. Das wäre ja tatsächlich doch ganz nice. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Ich schätze jetzt auf 47%. Einfach mal so ins Blau geraten. Ich sag 48! Turbo 50! Oh, what? Okay, nice. Ich meine, letzte Speicher ist gefühlt eine Stunde her, das Ingame-Speichern, mhm. Aber... Ah, okay. Ich meine, gut, jetzt haben wir noch zwei Level und dann ist auch schon wieder der Boss angesagt. Ah, nee, warte, das ist ein Level, weil ist ja funky. Ich würde sagen, das ist ein Level. Könnte sein. Ey, so spät der Speicherpunkt ist halt echt frech. Frage ist, weltfertig machen, nächstes Mal fliegen oder nächsten Part fliegen? Ich meine, ich würde nochmal vorher genau lesen. Ich meine, das machen wir jetzt wahrscheinlich ein anderes Mal, nicht in der Session, aber... Och, boah, wir könnten eigentlich echt fertig machen, ne? Ist halt so diese einzige Lücke, das ist schon ein bisschen stressig. Ja, gut. Also fertig machen meine ich mit, meine ich, dass die Bonuslevel holen, so. Ja, funky. Nee, hab ich verstanden. Okay. Okay, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat trotz allem gefallen. Die letzten, ich sag jetzt mal zwei Parts. Ja. War stressiger, aber guck mal, danach ging ja direkt vorwärts. Ja. Also, es war halt echt dieses eine Level, ey, what the fuck. Ja, Gottverdammt, ey. Aber gut, das war halt unser Klobbers-Chaos, I guess. Ja. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Hallo und tschüss.